Beim Mülltrennen macht den Deutschen keiner was vor. Seit Jahrzehnten erfreuen sich Recyclinghöfe zunehmender Beliebtheit. Auch dieser in Berlin. Mir kommen viele, sag mal, auch nur mit einer Energiesparlampe und erst recht auch mit Elektroschrott und Sperrmüll. Also das Umweltbewusstsein der Leute ist sehr, sehr groß. Das bestätigt auch die neue Studie des Umweltbundesamtes. Umwelt- und Klimaschutz sind für die Deutschen fast ebenso wichtig wie die Lösung der Wirtschafts- und Finanzkrise. Rückenwind für den Minister. Ich glaube, dass dieses gestiegene Umweltbewusstsein dazu führen wird, dass auch diejenigen in der Politik Rückendeckung bekommen, die sich für Umweltthemen engagieren und stark machen. Besonders bei der Energiewende wollen die Bürger mitmachen. Immer mehr steigen um auf Strom aus erneuerbaren Energien. Erklärten 2008 nur 3%, dass sie Ökostrom beziehen, sind es nun schon 20%. Wir lesen das im Umweltbundesamt so, dass im Zuge der Energiewende des Beschlusses, aus der Atomkraft auszusteigen nach Fukushima, auch sehr stark der Wunsch entstanden ist, das selbst mit zu unterstützen. Dazu passt nicht, dass die Bereitschaft zum Stromsparen leicht nachgelassen hat. Der Umweltminister will gegensteuern mit mehr Aufklärung durch Energieberatung.